Wer hat sich nicht schon mit dem Aufschneiden dieser Dinger geplagt? Die Mango wird nicht umsonst auch Badewannenfrucht genannt. Umso ärgerlich ist, wenn die glitschige Frucht dann auf der Kleidung landet und unschöne Flecken hinterlässt. Ein Tipp von mir: am einfachsten ist es, die Frucht einfach beidseitig vom Kern einzuschneiden und mit einem Löffel und das Fruchtfleisch dann mit einem Löffel auszukratzen. Optisch ein bisschen ansprechender ist es, das Fruchtfleisch bis zur Schale einzuschneiden, gitterförmig einzuschneiden und das Fruchtfleisch dann nach außen zu wölben. Das so entstehende kleine Mango-Igel ist ein Hit auf Kinderpartys und eignet sich natürlich auch super für Dekoration von asiatischen Gerichten zum Beispiel. Mangos sind eine dankbare Vitamin-C-Quelle und sehr gut für die Abwehrkräfte. Sie enthalten außerdem Vitamin A und haben eine positive Wirkung auf die Verdauung und beruhigen auch einen rumorenden Magen.